in dieser unterherrlichen Residenzstadt. Ich weiß, dass wir auch Bürgerinnen und Bürger aus den Kolonien heute unter uns haben, aus den verbrauchten Ländern. Wenn wir die Neuen sind, muss ja wer die Verbrauchten sein. Da ich heute schon für Captain Hook gehalten wurde, sogar begrüßt wurde mit den Worten Ho, Ho, Ho. Daran könnt ihr sehen, es sind auch bildungsferne Schichten in Dresden. Muss ich mich vielleicht erst einmal vorstellen. Für alle, die es nicht wissen, man nennt mich Friedericus Augustus Rex, Kurfürst von Sachsen, König in Polen, Markgraf von Meißenland, Graf von Hessen des Heiligen Römischen Reiches, deutscher Nation, Erzmarschall. Der Bursche darf wiederholen hiervon. Sprichst du Deutsch? Ja, das beruhigt. Wir werden in wenigen Minuten den Riesenstollen hier auf unserem 579. Dresdner Striezelmarkt begrüßen dürfen. Wir feiern in diesem Jahr das 20-jährige Stollenfest. Und der Riesenstollen in diesem Jahr ist ein Rekord aufgestellt worden. 4.262 Kilogramm ist er schwer. Ein Riesenkuchen. Und ja, die ersten Tische sind eingetroffen. Genau. Der wird hier für einen wohltätigen Zweck verkauft. Allerdings könnt ihr den nicht mit euren neumodischen Talern kaufen, sondern ihr müsst einen sogenannten Stollentaler, das ist das Siegel des Original Dresdner Christstollens. Daran könnt ihr übrigens den Original Dresdner Christstollen auch erkennen. Ein solches Siegel befindet sich auf dem Original Dresdner Christstollen drauf. Und einen solchen Stollentaler, den solltet ihr käuflich erwerben, und zwar an den jeweiligen Ständen, beziehungsweise bei den Damen und Herren, die auf dem Rucksack mit den Fahnen da hinten drauf, Stollentaler steht drauf, dort könnt ihr ihn käuflich erwerben. Diesen Stollentaler und nur mit diesem Stollentaler könnt ihr ein Stück des Riesenstollens erheischen. Vorher müssen wir natürlich darauf hinweisen, dass wir hier vorne richtig Platz brauchen. Denn ich sagte schon, es ist ein Riesenstollen. Geht zurück auf das Jahr 1730, als wir uns im Zeithandel-Lustlager mit dem Preußenkönig getroffen haben, um uns dort gegenseitig die Armeen zu präsentieren. Wir waren übrigens immer die Verlierer in den Kriegen, in die wir verwickelt waren, aber wir waren die Lustigsten auf dem Schlachtfeld. Ja, wir Sachsen. Und dort wurde der erste Riesenstollen übrigens gebacken. Allerdings Stollen, den kennen wir noch viel, viel länger, 1560. Vater August hat den ersten Stollen ins Schloss geliefert bekommen. Das ist eine Weile her. Ja. Alles ist gesagt, oder? Das 20. Dresdner Stollenfest und wir begrüßen mit einem Donnerapplaus und Jubelgeschrei den Dresdner Fanfarenzug im Grün-Weiß. Bitte nach hinten treten, ich sag's nochmal, nach hinten treten. Es ist bewusst so aufgestellt. Wir wollen nicht, dass ihr Schaden nehmt und deswegen bitte darauf achten, dass hier niemand um die Gefährder kommt. Der Applaus ist direkt die Führung des Dresdner Fanfarenzugs. Genau. Unser diesjähriger Riesenstollen und ich sehe, da ist der Klaus aus Kalifornien. Der darf heute mit auf dem Kutschbock sitzen. Da würde sich riesig freuen. 4,34 Meter. Und auch für andere Zwecke. Aber auf jeden Fall ist das ein schöner Verein, der das Geld mit Sicherheit gut gebrauchen kann. Das ist also, wenn ihr von dem Riesenstollen ein Stück abhaben wollt und damit auch was Gutes tun wollt, dann solltet ihr den Stollentaler jetzt käuflich erwerben. Die weitgerühmten Stollenmädchen des Jahres 2013. Guckt euch diesen feinen Säbel an. In Solingen geschmiedet. 1,60 Meter lang, feinstens ziseliert mit den Wappen von August und Scharten und dem Jahreseintrag von 1730. Applausum für unseren Bäckermeister René Krause. Also, jetzt übernimmt unser Bäcker das Wort. Ich danke allen vom Bäckerfachverein, vom Stollenschmutzverband und allen Mitorganisatoren unseres Stollenfestes zum 20. Mal, dass wir dieses Jahr einen Riesenstollen gebacken haben, von dem es so ein Ausmaß noch nie gab. Ich schreite jetzt zur Tat, schneide endlich den Stollen an und schreite zur Tat mit den Worten: Gott schütze unser Bäckerhandwerk!
Handwerk! Applaus, meine Herrschaften! Zollen Sie den Bäckern Respekt! Dresden kommt in den Respekt, der Original-Dresdner Christ schon zu bekommen. Und an dieser Stelle möchte ich auch die Situation nutzen und darauf hinzuweisen, jeder kann ein Stück vom Riesenstollen hier bekommen, allerdings eben nicht mit euren neumodischen Talern, sondern ihr braucht einen Stollentaler. Ein Stollentaler sieht aus, wie ich ihn hier gerade in der Hand halte. Der Stollentaler hier oben ist das Stollensiegel, zeichnet den Original Dresdner Christstollen aus. Das erste Stück ist, sehe ich gerade, schon geschnitten, eine 500-Gramm-Scheibe. Und das Stück nochmal. So, jetzt ist die Stelle für die Fotografen. Ein großes Stück. Und das schöne Stück halten. Es sieht ja toll aus, Henry, das Stück, was man jetzt schon... Natürlich wird er verkostet, hier drüben auf unserer Seite. Das heißt, er wird jetzt gerade hier rüber gereicht. So, jetzt kommt Friederike noch, das werden wir, Henry stelle ich schön da, jetzt kommt Friederike noch neben. So, genau. Und jetzt ein Stück Stollen. Genau, halt's mit fest, Friederike. So, jetzt wird ein bisschen inszeniert, dass das alles sehr natürlich in der Presse aussieht. Jetzt hier für den guten Zweck tun. Ja. Also, es lohnt sich wirklich. Und die Erfahrung haben wir gemacht in den letzten Jahren, innerhalb von kürzester Zeit ist er dann auch ausverkauft. Es ist ein wunderschönes Bild zu sehen, wie viele Dresdner und Gäste... Im Sinne des Wortes, wir haben nicht einen neuen Rekord aufgestellt. Das heißt, nicht wir, sondern die Bäckerinnung. Die Dresdner Bäckerinnen und Bäcker haben sich wieder ordentlich ins Zeug gelegt. Vor einem Monat habe ich den Stollenerlass herausgegeben an die Bäckerinnen und Bäcker, um uns den Riesenstollen zu zaubern. Und die haben gesagt, lasst uns in diesem Jahr zum Jubiläum etwas ganz Besonderes machen. Dass es so ein Stollen werden würde und der Rekord eingestellt wurde, das war so eigentlich gar nicht geplant. Aber man sieht mit wie viel Schnittigkeit die Bäcker dieses wunderbare Gebäck hier teilen. Für Sie alle, Sie müssen nicht schieben und drängen. Wir dürfen Ihnen Mut machen. Es wird noch ein paar Stündchen reichen. Was meint Ihr Majestät? Werden wir das letzte Krümelchen vergeben sein? Ich denke mal so zur dritten Stunde am Nachmittag. Und die Sultaninen werden dann auch aufgeschleckt sein.